Damit herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von der Feuerwehrmann Sam Wasserkanone oder Water Squirter, wie es auf Englisch heißt. Das hier ist also das Paket, das ist vorne offen, ihr könnt also direkt sehen, was euch erwartet und ob auch alles funktioniert, ob es gut aussieht und heil ist. Also ein schönes offenes Paket und ich würde sagen, wir entfesseln die Pistole erstmal von seinen Fesseln. So, und hier ist sie jetzt also. Das ist die Feuerwehrmann Sam Wasserkanone, beziehungsweise Wasserpistole. Hier unten, da sehen wir schon den Abzug, der ist ganz leicht zu drücken. Hier vorne ist natürlich das Loch, aus dem später das Wasser rauskommt. Und oben drauf haben wir noch diesen gelben Griff zum besseren Halten und Zielen. Und ich würde sagen, wir schrauben jetzt erstmal hinten die Klappe ab und befüllen den Tank mit Wasser. So, darum stelle ich die jetzt mal quasi vorne drauf, so. Und fülle vorsichtig Wasser ein. Randvoll, denn ich will viel Wasser schießen. Ich liebe ja Wasserpistolen. So, jetzt den Deckel wieder drauf. Schön dicht machen, sonst läuft euch das gleich hinten runter. Genau. So, und jetzt wollen wir doch mal testen, nicht wahr? Einfach hier unten ein bisschen drücken. Ihr müsst da nichts vorher pumpen oder aktivieren. Einfach nur drücken und es spritzt. Wie gesagt, oben diesen gelben Griff, den könnt ihr noch zusätzlich festhalten, damit es einfach mehr nach Feuerwehrmann aussieht. Und auch zur Stabilisation und zum besseren Zielen. Hilfe, Hilfe, Feuer, Feuer! Wir brauchen etwas zum Löschen! Feuerwehrmann Sams Wasserpistole ist schon zur Stelle. Einsatz erfolgreich.